Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin und ich helfe dir, eine starke Stimme zu bekommen. In dieser Reihe geht es immer darum, dass wir so ein bisschen highlighten, was wichtig ist beim Singen. Ich mache immer so kleine Vocal Breakdowns, wir machen so eine kleine Analyse, damit du auch das Gefühl hast zu Hause, dass du was gelernt hast, dass du das Gefühl hast, okay, ach, das wird jetzt gerade benutzt, was ich vorher nicht kannte und nicht verstanden habe. Und es soll so ein bisschen einfach mal zeigen, wie im Hintergrund gesanglich gearbeitet wird. Vergesst nicht, einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen, der Channel ist ja auch noch jung, ich habe auch einen größeren Channel, der nur auf Englisch ist mit 240.000 Subscribern, in Deutschland ist das Konzept noch gerade ganz neu und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Schaut doch mal auch meine ehemalige Schülerin Lilo an, die wohnt nämlich auch in Singapur und die war bei The Voice Kids und hat Define a Gravity gesehen. Wenn ihr dazu einen Breakdown haben wollt und ihr zeigen wollt, wie wir diesen Song durchgegangen sind, dann lasst es mich wissen. Lasst uns mal loslegen. This is a man's world. This is a man's world. Better woman, I think, and at the end, without a woman or a girl. Yeah. Kleiner Stopp. Ja, also natürlich hat der Song mit einem richtigen Kracher angefangen. Ich rate immer meinen Schülern auch dazu, immer mit so einem Effekt anzufangen, mit so einem Oh mein Gott, weil die Leute dann genau zuhören, weil die Leute dann genau ihre Aufmerksamkeit auf das richten, was jetzt gerade passiert. Und gerade so ein Wow-Effekt, wo du mit einer gewaltigen Stimme anfängst, zeigt auch immer, wow, dass deine Range natürlich groß ist. Du hast ja wenig Zeit, ne? Du hast ja immer nur eine Minute irgendwas und du möchtest natürlich showcasen, wie deine Stimme arbeitet, dass du natürlich vielleicht flexibel bist, dass du einen größeren Umfang hast, ne? Also gerade bei solchen Competitions ist das wichtig, ne? Nicht jetzt unbedingt in einem One-on-One-Setting im Gesang, aber bei solchen Competitions würde ich immer zu Songs raten, die irgendwie in der Lage sind, dass sie deine Range zeigen können, ne? Weil Competition. Wir gehen jetzt gleich nochmal zu seinem Gesang. Lass uns mal weitermachen. Ja, und hier mal kurzer Stopp. Also, er singt auf jeden Fall mit sehr viel Kraft, mit sehr viel Power dahinter. Was natürlich für Elfjährige ungewohnt ist, ne? Ich hatte schon im letzten Creep, Mimi und Josephine Video gesagt, die junge Generation adaptiert einen ganz anderen Sound. Also in meinem Alter, also wo ich damals 11 Jahre alt war, da habe ich noch sehr kopfstimmlastig gesungen. Da haben die Lehrer sich davor gescheut, dass jüngere Kinder mit Chest Voice singen, also mit Bruststimme singen oder Belting singen oder Mixed Voice. Das ist für viele junge Stimmen also teilweise nicht tragbar, weil das eine Menge, ja, weil das eine Menge Power dahinter, da ist eine Menge Muscular Tension, sagen wir immer dazu. Und das wollen viele Lehrer nicht unterrichten. So. Naja, auf jeden Fall hat sich das jetzt sehr verändert. Er singt mit sehr viel Krafteinsatz. Muss er auch. Der Song ist auch gewaltig. Wenn du den nicht durchpowerst, dann verliert er da seinen Effekt. Er ist da sehr klar auch. Also er singt es sehr klar durch. Ihr merkt auch, er ist auf den Tönen da sehr gerade. Es ist nicht shaky, es ist wirklich klar durchgesungen. Und er ist sehr, sehr breit in seinem Ambisher, so in seinem Mund. Und ja, und er rifft auch einige Passagen durch. Also man merkt auch, die Strophen sind klar und dann gibt es Passagen, die so ein bisschen durchgerifft werden. Lass uns mal weiter schauen. Hier, stopp. Road. Das habe ich jetzt aber echt low-key gesungen. Road, road. Das ist so ein Riff. Das würden wir, also da würden wir im Riff sagen, besser ist es wirklich, das ist manchmal schwierig. Mach es langsam und sauber, ich bitte dich. Ich bitte euch. Also ich sehe es ganz oft, dass wenn wir hier Riffarbeit machen, so zum Beispiel Bella Signora ist immer eine ganz gute Übung, die du machen kannst. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen voll mit Kaffeeschleim. Aber ich zeige euch das mal vor. Ich muss aber tief anfangen. Bella Signora. Da habe ich jetzt natürlich auch super tief, weil ich jetzt gerade auch voll Kaffee, einen Kaffeeschleim habe.
Das ist zum Beispiel so eine Riffübung, ne, die dir hilft, da die ganzen Töne runter zu riffen und klar zu bleiben bei den Tönen. Das ist wichtig. Lass uns mal weiter schauen. Wow. Ja, Electric Lights. Und das Ende hat er mit so einem Kopfstimmkicker gemacht, ne? Das ist auch schön. Also er rifft ganz viel von dem Fall. Also sehr, sehr flexibel mit der Stimme, ne? Gerade riffen und solche Passagen auch auf einem Atemzug durchsingen ist auch wichtig. Wow. Sehr geil. Warum drückt keiner? Geiblich. Ja, da hat er natürlich sehr schnell, ist er girl. Da ist er sehr schnell runtergegangen jetzt bei diesem girl. Und da würde ich noch ein bisschen offen bleiben, girl. Und dann runtergehen, ne? Aber was passiert nämlich häufig ist, dass wenn du zu schnell den Mund schließt, dass der Ton dann flat wird, aber dann irgendwie unsauber, weil du natürlich auch das Wort formen willst. Wie gesagt, ich sag's immer wieder, ich werde es in jedem Video sagen, weil es wichtig ist, wir formen, wir sprechen, wir singen die Sachen nicht so, wie wir sie sprechen. Ne? Das nennt sich halt eben Vowel Modification. Dazu mache ich auch nochmal ein extra Video. Nur mal zum Thema Vowel Modification. Jetzt gerade mache ich ganz viele Erklärvideos, weil die halt so gut bei euch ankommen und weil ich natürlich gerne möchte, dass ihr abonniert und dass ihr dann natürlich auch Lust habt auf diese Breakdowns. Lass uns mal weiterschauen. Moment mal. Ich muss jetzt mal ganz kurz zurückgehen. Hat er gerade echt so einen Whistle-Note rausgehauen? Okay, der Whistle war nicht er, das war Lena mit ihrem Oh my God! Weiter geht's. Auch growling. Ja, also dieses Nothing und da ist er auch offen geblieben und diesen Ton muss man mal erstmal halten, weil das natürlich auch nicht so einfach ist. Gerade also mit diesem Krafteinsatz, Bruststimme und dann natürlich so powerful, diesen Ton auch nur auszusingen, das ist natürlich auch schon doll, muss man auch ehrlich sagen. Und dann in einer Art Atemzug, weil du willst ja natürlich Vocal Closure haben, das ist nämlich ganz wichtig, wo wir Kontakt mit den Stimmbändern. Ja, und der ist natürlich am Ende runtergerufen, ne? Hat auch ansatzweise ein bisschen Growling benutzt, ja? Nothing! Ja, Vorsicht beim Growlen, mach es nicht alleine, weil es kann sehr, das kann schlecht für die Stimmbänder sein. Das kann natürlich gefährlich sein, wenn du da die richtigen Stimmbänder benutzt, du sollst ja da die Taschenfalten eher benutzen, nicht die eigentlichen Stimmbänder, das ist auch schon wieder eine ganz andere Topic. Aber auch, wie gesagt, Vorsicht dazu. Also Kinder singen natürlich bevor ihrem Stimmansatz im Falsetto, die sind, also viele Kinder kommen einfach in alle Register rein, ne? Ob jetzt ein Kind so in der Lage ist zu singen, wie er das jetzt singt, mit Bruststimme da, ne? Und so powerful, das ist schon wieder was ganz anderes. Aber bevor der eigentliche Stimmbruch ist, kann eigentlich jedes Kind im Grunde genommen mit einem größeren Umfang arbeiten, ne? Also die meisten Kinder können hier Whistle Notes und so weiter, weil die Stimmbänder sich noch entwickeln, die Muskulatur entwickelt sich dann noch, Stimmbänder sind klein und dann, wenn der erste Stimmbruch kommt, dann müsste David jetzt zusehen praktisch, dass er mit seinem Gesanglehrer durch diesen Stimmbruch arbeitet. Weil oftmals, wenn das Testosteron dann einkickt, dass die Stimme sich verändert, das Timbre sich verändert, also der Stimmklang sich verändert. Und für viele, viele Jungs ist das eine Phase, die schwierig ist. Und deswegen ist es wichtig, dass du gerade da trotzdem weitermachst mit deinen Gesangübungen, damit du nicht den größten Anteil von deinem Stimmumfang verlierst. Also viele Sänger, junge Männer oder so, ja, junge Kinder, männliche Kinder, sag ich mal, männliche Kinder, also jetzt klingt ja auch
Ja, Daumen hoch zu David, also wirklich sensationell gesungen, ganz toll supported gewesen, sehr, sehr schön gearbeitet. Lasst mich wissen, ob ihr dazu vielleicht mal so eine Wie singe ich This is a Man's World sehen wollt. Und lasst mich wissen, ob ihr Lust auf mehr habt, was ihr als nächstes sehen wollt, ob ihr was zum Thema Großstimme sehen wollt. Ja, einfach alles reinschreiben in die Kommentare, würde mich wahnsinnig freuen. Wenn ihr Lust habt, meine Schüler zu sehen, deren Videos, meine kleinen Tipps und Tricks, mein Studio hier in Singapur, dann schaut doch mal auf Instagram vorbei. Ich freue mich wahnsinnig über jeden Support. Meine Schüler freuen sich auch total, wenn sie supported werden. Gerade sind einige auch im Finale von einem asiatischen bekannten Wettbewerb hier. Also ich würde mich wahnsinnig freuen. Ja, Daumen hoch, ganz liebe Grüße und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und ich hoffe, ihr konntet heute was mitnehmen. Ah, liebe Grüße aus Singapur.